Okay, recording started. Oh, Mo is recording. Okay. And switch all the sounds off so people are not talking. Put the mute all people. I'm searching for it. I've never done it, to be honest. Sorry. No, oh, you are host. Can you please mute all of the people, please? Yeah, thanks. Okay, so once again, wir fangen nochmal an. Meine Eingangsfrage war, wer von euch hat noch Träume? Könnt ihr das bitte mal kurz, diejenigen, die Kamera anhaben, zeigen Sie uns bitte, die die Kamera nicht anhaben, schreibt sie in den Chat, ja, nein, was auch immer. Super. Danke. Schön. Okay. Also, mein Name ist Sonja Meyer und ich werde euch heute mit der Präsentation vom SWIC und der neuen ökonomischen Evolution der Welt eine Möglichkeit zeigen, wie ihr vielleicht den ein oder anderen Traum realisieren könnt. Aber bevor wir starten, möchte mal Danke sagen. Danke, dass ihr euch heute Zeit genommen habt, dass ihr da seid, dass ihr euch dieses Webinar anschaut. Ich weiß, man kann Dienstagabend auch anders verbringen als vor seinem Computer. Ich schätze das wirklich sehr, dass ihr euch die Zeit nehmt und ich verspreche euch, ich werde, was ich kann, also mein Bestes tun, diese Stunde für euch auch es wert zu machen, dass ihr eure Zeit investiert. Jetzt habt ihr auch schon gehört, es wird ungefähr eine Stunde dauern. Eine Stunde, in der ich euch erzählen werde, wie ihr durch Bildung, durch schlaues Investieren Wachstum erzielen könnt. Ganz konkret werden wir uns heute anschauen, was denn diese neue wirtschaftliche Evolution der Welt ist. Ich erzähle euch ein bisschen was über SWIC, was für Skyway Investment Group stellt. Das Crypto-Unit-Programm werden wir uns ein bisschen anschauen, dann die Geschäftsmöglichkeit, die dahinter steckt. Und am Ende haben wir noch Zeit, hoffentlich für ein paar Fragen und Antworten. Worüber ich euch nichts erzählen werde, ist, irgendwelche Anlageberatungen zu machen oder Aktien oder Tokens zu verkaufen. Das machen wir nicht, das dürfen wir auch nicht. Unsere Information ist allgemeiner Natur. Es geht hier darum, ein Bildungsprogramm zu vermitteln, das heißt, euch die Grundprinzipien für die Schaffung und den Erhalt von Wohlstand zu vermitteln. Aber das hier ist keine Finanzberatung und das solltet ihr auch, so ihr irgendjemand davon erzählt, ganz klar so wiedergeben. Bitte, ja, ich ermutige euch auch, macht eure eigenen Recherchen, informiert euch bei eurem Steuerberater, Finanzanlagenvermittler oder was auch immer. So, ja, wenn es okay ist für euch, dann würde ich mich gerne kurz vorstellen, damit ihr auch wisst, mit wem ihr es zu tun habt, bevor wir dann in medias res gehen. Also, mein Name ist Sonja Meyer, wie schon gesagt, ich bin Agent bei SWIC, außerdem Unternehmerin und Privatinvestorin. Ich bin Quantum Leaper, das heißt, es ist ein Programm für Persönlichkeits- und Geschäftsentwicklung von T. Harv Eker, das ich durchlaufe, im Zuge dessen ich übrigens auch SWIC kennengelernt habe. Ursprünglich komme ich aus der Verfahrenstechnik mit Schwerpunkt industrieller Umweltschutz. Ich unterrichte an einem College für erneuerbare Technologien. Ja, und außerdem bin ich noch mega stolze Mama eines ganz, ganz tollen 10-jährigen Sohnes. Wir haben heute außerdem noch unsere liebe Alena hier mit an Bord. Ich möchte Sie gerne einladen, dass sie auch ein paar Worte zu sich selbst sagt. Alena, would you please introduce yourself shortly? I unmute you. No? Okay, gut. Also, Alena ist die Dame, die, der ich das verdanke, dass ich heute euch was erzählen darf. Sie ist jetzt leider auf Stumm. Ich weiß nicht, ob sie der Präsentation noch folgt. Sie ist Managerin bei SWIC
Experte für Vertrieb, Business und Management, eine ganz liebe, ganz, ganz tolle Unterstützung hier in diesem Geschäft. Und wir werden Sie sicher dann später auch nochmal kennenlernen dürfen. Ich mache einfach weiter, erzähle euch ein bisschen was noch über mich. Wie bin ich zu diesem Projekt gestoßen? Durch ein Foto de facto. Ein lieber Freund von mir, den ich, wie gesagt, in einem dieser Quantum Leap Seminare kennengelernt hat, hat in einer WhatsApp-Gruppe ein Foto gepostet von sich selbst mit einer futuristischen Gondel im Hintergrund und hat dann dazu geschrieben, er ist Miteigentümer von dieser Gondel. Und ich dachte, was ist das? Ich habe es noch nie gesehen, habe dann begonnen zu recherchieren, mich mit dem Projekt ein bisschen zu beschäftigen, habe natürlich dann auch mit ihm Kontakt aufgenommen, fand das von Anfang an mega spannend, diese umweltschonende, ressourcenschonende und energieeffiziente Technologie hat mich total abgeholt. Und nachdem ich gelesen habe, er ist Co-Eigentümer, dachte ich, hallo, das will ich auch, wie geht das? Und ja, so bin ich zu Swig gekommen. So, die heutige Realität. Gehen wir in medias res. Wie sieht die aus? Diejenigen von euch, die vielleicht schon mal Robert Kiyosakis Buch Rich Dad Poor Dad gelesen haben, die kennen dieses Kreuz hier im Bild, ESEI. Was heißt das? 90% der Menschen sind heutzutage immer noch im Hamsterrad gefangen, sind also Angestellte, Employees oder auch selbstständig. Aber die wenigsten von uns sind in dem Bereich Geschäftsmann oder Investoren. Also in dem Bereich, wo wir es wirklich geschafft haben, Geld für uns arbeiten zu lassen und nicht nur für unser Geld zu arbeiten. Prinzipiell gibt es drei finanzielle Ströme, die wir uns jetzt mal kurz zur Erklärung anschauen. Der erste Finanzstrom ist der der Armen. Wie schaut das aus? Die Menschen arbeiten, verdienen ein gewisses Gehalt, nützen das, um ihre Rechnungen bezahlen zu können und am Ende des Monats ist nichts mehr übrig, beziehungsweise oft ist der Monat auch noch nicht zu Ende, bevor nichts mehr übrig ist. Der zweite Finanzstrom ist der der Mittelschicht. Der ist im Prinzip sehr ähnlich, außer dass halt vielleicht ein bisschen mehr Geld zur Verfügung steht. Aber dieses zur Verfügung stehende Geld wird dann verwendet für Hypotheken, für Leasingraten, für diverse Anschaffungen und zur Erhöhung des Lebensstandards, sodass am Ende des Monats im Prinzip auch nichts mehr da ist, vielleicht eine kleine Möglichkeit, noch was für die Pension zur Seite zu legen, aber das war es dann auch. Der Finanzstrom der Reichen hingegen schaut jetzt ganz, ganz anders aus. Reiche haben es gelernt, aktiver zu schaffen. Das heißt, sie schaffen Vermögenswerte, die ihnen regelmäßiges passives Einkommen generieren. Und dieses passive Einkommen nutzen sie, um wieder weitere Vermögenswerte zu generieren. Das heißt, sie schaffen permanent mehr Reichtum und mehr und mehr und mehr und sind eben nicht nur auf ein Einkommen, sprich den Job, angewiesen. Finanzielle Unabhängigkeit und finanzielle Freiheit ist das, was wir anstreben. Zur Erklärung ganz kurz. Als finanziell unabhängig kann sich jemand betrachten, der es geschafft hat, so viel zur Seite zu sparen, dass er, wenn er ab heute nicht mehr arbeiten würde und keine Einkünfte mehr erzielen könnte, vielleicht die nächsten 10 Jahre sorgenfrei leben könnte. Das hat aber noch nichts mit finanzieller Freiheit zu tun. Finanzielle Freiheit bedeutet, dass ich genügend Vermögenswerte habe, die mir monatlich so viele Aktiva, also sprich passives Einkommen generieren, dass ich nicht mehr arbeiten muss, und zwar mein Leben lang. Das heißt jetzt nicht, dass wir alle morgen aufhören zu arbeiten, weil es soll ja den einen oder anderen geben, dem sein Job wirklich Spaß macht.
Es ist aber ein ganz großer Unterschied, ob ich arbeiten gehen möchte oder ob ich arbeiten gehen muss. Qualität ist eine andere. Und was wir anstreben, ist natürlich finanzielle Freiheit. Ich stelle euch jetzt eine Frage und die solltet ihr alle für euch selbst mal beantworten. Bist du jemand mit hoher oder eher mit niedriger Risikobereitschaft? Wie würdet ihr euch selbst einschätzen? Geht ihr gerne Risiken ein oder seid ihr eher sicherheitsorientiert? Nehmt euch mal ein paar Sekunden Zeit und beantwortet diese Frage für euch selbst. Grund, warum ich euch die stelle, werde ich euch gleich noch erklären. Wie dein heutiges Portfolio aussieht, so sieht deine morgige Realität aus. Was meine ich damit? Das Portfolio der Armen und der Mittelschicht ist meist recht überschaubar. 80% davon ist ihr Einkommen und dann wird noch versucht, ein bisschen was für die Pension zur Seite zu legen. Das Portfolio eines Reichen schaut ganz anders aus. Der hat genauso sein Einkommen, der hat genauso seine Pensionsvorsorge, aber der hat zusätzlich noch investiert in diverse Bereiche, wie zum Beispiel Immobilien, in Aktien, in Fonds, in Anleihen, in Krypto, in was auch immer. Ja, also ein vermögender Mensch schafft immer mehrere Einkommensquellen. Es kann nämlich heutzutage ganz, ganz leicht passieren, dass innerhalb kürzester Zeit der Arbeitsplatz und damit auch das Einkommen nicht mehr existent sind. Ich habe euch hier nur ein paar Zeitungsausschnitte zusammengesammelt, die euch zeigen sollen, wie schnell es gehen kann, dass man seinen Job verliert. Ja, und was passiert dann? Dann steht der arme Mensch oder auch die Mittelschicht vor dem Nichts, weil die einzige Einkommensquelle, auf die sie sich verlassen haben, nicht mehr existiert. Und ich weiß nicht, wie ihr euch jetzt selbst eingeschätzt habt. Meiner Meinung nach sind Menschen, die sich nur auf eine einzige Einkommensquelle verlassen, diejenigen mit der größten Risikobereitschaft. Weil wenn die diese eine Quelle verlieren, haben sie alles verloren. Und schon Warren Buffett sagt ganz klar, never depend on a single income. Also niemals macht euch nicht von einer einzigen Einkommensquelle abhängig. Make investment to create a second source. Investiert klug, um eine zweite Quelle zu erschließen. Das ist das, worum es geht. Um zu wissen, wie man Quellen erschließt, wie man klug investiert, muss man natürlich auch ein gewisses Know-how, eine Bildung in dieser Richtung haben. Wir nennen das Financial Literacy, also finanzielle Bildung. Und das Schaffen finanzieller Freiheit und von Wohlstand, das folgt einer bestimmten Strategie. Und die kann jeder erlernen. Das ist jetzt kein hochkomplexes Geheimnis, ja, Geheimnis schon, weil es die Reichen wirklich ganz gut geschafft haben, das unter sich quasi zu halten. Aber es ist nicht kompliziert, es kann wirklich jeder erlernen. Die Frage ist, wo kann ich es erlernen und wer kann es mir beibringen? Und damit sind wir bei SWIG. Skyway Investment Group wurde 2014 etabliert. Wir haben heute mehr als eine halbe Million Partner weltweit. Wir haben Geschäfte in über 70 Ländern. Wir vermitteln Investment- und Finanzkompetenz und bieten zusätzlich eine Geschäfts- und auch Network-Möglichkeit. Und natürlich sind wir auch registriert. Also das ist ein eingetragenes, registriertes Unternehmen. Ein paar Zahlen zum Verständnis für euch. Gegründet 2014 mit einem Startkapital von 26.000 US-Dollar.
hat es SWIC geschafft, in nur wenigen Jahren bis zum Juni 2019 ein Kapital von 14,5 Millionen Dollar aufzubauen, mit Hilfe seines Portfolios. Das entspricht einem Wachstum von fast 56.000% auf den Tag runtergebrochen, sprechen wir von einem täglichen Wachstum von 34%. Ich schätze mal, das wünscht sich der ein oder andere auf seinem Bankkonto auch. Drei unterschiedliche Unternehmen für euch zum Verständnis, ja, damit es da keine Verwechslungen gibt. Wir haben auf der einen Seite das Skyway-Unternehmen. Ja. Skyway verkauft als Produkt die Skyway-Technologie und das ist das Unternehmen des Erfinders Dr. Junitsky, also derjenige, der die Skyway-Technologie wirklich entwickelt und erfunden hat. Das ist sein Unternehmen. Dann gibt es noch das Skyway Capital. Das ist ein Unternehmen, das die Skyway-Technologie promotet. Die sind registriert in UK und da ist der Direktor ein gewisser Herr Kudryashov. Also, hat aber nichts mit uns zu tun, denn wir sind die Skyway Investment Group, kurz SWIC. Was machen wir? SWIC bietet Bildung, Wohnstandsbildung und zwar online. Außerdem Offline-Trainings, zum Beispiel in Form des Master-Profi-Trainings. Wir promoten die Skyway-Technologie genauso. Aber wir promoten eben auch dieses Konzept der New Economy of the World. Und zusätzlich bieten wir noch das Crew-Programm mit unserem Security-Token. Auf das komme ich dann später auch noch zu sprechen. Eigentümer von SWIC ist Andrei Hovratov. Wer ist dieser junge Mann? Andrei Hovratov ist ein multidisziplinärer, professioneller Investor. Er ist, wie gesagt, der Gründer von SWIC. Er ist auch derjenige, der die Akademie des privaten Investors gegründet hat. Er ist außerdem ein Meister im professionellen Network Marketing. Er ist Business Coach für finanzielle und investitionsorientierte Persönlichkeitsentwicklung und ein Meister der Traumrealisierung. Was ist seine Vision? Seine Vision ist New, wie wir es nennen. Das steht für New Economic Evolution of the World oder eben zu Deutsch die neue wirtschaftliche Evolution der Welt. Wir streben an eine globale Wohlstandsverteilung, Sicherheit und Schutz, Wertschöpfung für andere, Wohlstand und Glück und es wirklich allen Menschen zu ermöglichen, ihre Träume zu verwirklichen. Dafür steht New. Wie soll das Ganze funktionieren? Es ist auf drei Säulen aufgebaut. Die erste Säule ist Education, also Bildung. Die zweite Co-Ownership, also das Miteigentum. Und die dritte Säule ist Business, also das Geschäft. Wir schauen uns jetzt jede dieser Säulen kurz gemeinsam ein bisschen genauer an. Zuerst mal den Bereich Bildung. Die Akademie für Privatinvestoren wurde etabliert 2011. Es ist ein Online-Portal und gibt Bildung und fördert die Finanzkompetenz. Die Akademie für private Investoren haben bereits mehr als 100.000 Studenten absolviert und sie bietet spezielle Schulungen und Kurse, um eben die Finanzkompetenz zu schulen, zu fördern. Wieso ist das so wichtig? Ja, weil wir lernen müssen, wie die Gesetze des Geldes, die Gesetze des Investments funktionieren. Diese Bildung und Persönlichkeitsentwicklung umfasst zum Beispiel das Vermitteln von Anlagegrundsätzen oder die 8 Regeln für Privatanleger. Die Grundlagen der Kapitalisierung werden vermittelt, aber genauso auch, was es heißt, Risiken einzugehen oder welche Risiken eingegangen werden können und welche eher nicht. Was hat es mit Diversifikation, also sprich Streuung auf sich und wie baut man ein Portfolio richtig auf?
All das wird in unseren Schulungsprogrammen vermittelt. Hier habt ihr jetzt ein Beispiel aus diesem Schulungsprogramm. 8 Regeln habt ihr vorher gelesen. Hier die Regel Nummer 2 als Beispiel. Das wären die 5 Gebote für den privaten Investor. Erstes, wichtigstes Gebot, spare 10% deines Einkommens. Also jedes Monat, egal wie viel du verdienst, 10% davon werden beiseite gelegt und gespart. Kontrolliere dein Einkommen und deine Ausgaben. Ganz, ganz wichtig, lernt euer Geld zu managen. Wer keinen Überblick über seine Einnahmen und seine Ausgaben hat, wird niemals finanzielle Freiheit erreichen können. Ihr müsst wissen, wo euer Geld herkommt. Ihr müsst aber auch wissen, wo es hingeht. Beschütze dein Geld, heißt, geh keine unnötigen Risiken ein. Ja? Das Geld, das du geschafft hast, schütze es. Ja? Also schau, dass es mal da bleibt und sich vermehrt. Dann, 4. Regel, lerne weise zu investieren. Ja, was ist eine weise Investition? Auch das wird dann im Kurs noch näher vermittelt. Und das 5. Gebot, lerne immer mehr zu verdienen. Also investiere und reinvestiere und reinvestiere und nutze diesen Zinseszinseffekt, um dein Vermögen immer weiter aufzubauen. So, das sind jetzt die verschiedenen Schulungspakete, die wir anbieten. Das Ganze beginnt bei dem BIP Startups. 53 steht hier für die Units, das ist der Paketpreis. Und wie ihr sehen könnt, ein Unit entspricht einem US-Dollar. Es ist da wirklich für jeden Geldbeutel was dabei. Also die Pakete beginnen bei $53 und gehen rauf bis zu $8,000. Und beim kleineren Paket sind natürlich weniger Kurse enthalten als bei den großen Paketen. Das ist auch klar, aber auch bei dem kleinsten Paket 3 Kurse mit einem Gesamtumfang von 287 Minuten, das ist schon ganz enorm. Ja. Und zusätzlich gibt es einen Bonus, seht ihr hier. Und was dieser Bonus ist, schauen wir uns jetzt an. Der Bonus ist nämlich nichts anderes als der Beweis, dass das, was wir lernen, wirklich funktioniert. Also, damit sind wir auch schon beim nächsten Punkt, nämlich dem Miteigentum. Wie funktioniert das Ganze? Hier, wir haben ein Crypto-Unit-Programm geschaffen. Das heißt, hier geht es um regulierte, aber vor allem auch transparente Finanzierungen. Wir alle sind Miteigentümer eines globalen Investmentportfolios, das, ganz wichtig, auf realen Werten basiert. Ja, also nichts Fiktives, sondern reale Vermögenswerte werden hier geschaffen und wir erhalten regelmäßige Auszahlungen aus Dividenden und auch aus dem Treueprogramm. So schaut das Portfolio aus. Es ist in 20 verschiedene Sektoren aufgeteilt, ganz, ganz breit gefächert. Das heißt, von der Bildung über innovative Verkehrsentwicklung, das ist der SWIG-Bereich, also der Skyway-Bereich, da reden wir dann auch noch ein bisschen genauer drüber. Bankensektor ist dabei, die Kryptungsmärkte sind dabei, aber auch Immobilien, Edelmetalle, Edelsteine bis hin zum Wohltätigkeitssektor. Also ganz, ganz breit aufgestellt ist dieses Portfolio, an dem wir Miteigentümer werden. Wie werden wir Miteigentümer? Durch den Besitz von sogenannten Security Tokens. Und Security Tokens sind nichts anderes als Blockchain-gebundene digitale Unternehmensanteile. Das Tolle an einem Security Token und auch der Unterschied zu einem normalen Kryptowährung, sage ich jetzt, ist, dass er nicht, dass sein Wert nicht nur von der Begehrlichkeit der Käufer abhängt, sondern dass der Wert tatsächlich auf realen Werten basiert, also an den Wert des Portfolios gebunden ist und dadurch natürlich auch nicht diese starke Volatilität
hat, ich wollte das Wort nicht, sorry, wie normale Kryptowährungen. Die Aktivitäten sind reguliert, das Fundraising ist transparent. Wir haben dadurch auch die Möglichkeit, Dividende und Auszahlungen zu bekommen und Entscheidungen zur Aufteilung der Einnahmen werden gemeinschaftlich durch Abstimmung getroffen. Das finde ich eine ganz, ganz tolle Sache, dass das nicht über unseren Kopf hinweg entschieden wird, sondern dass wir da wirklich mit abstimmen können und sagen, wie sollen denn die Einnahmen nun aufgeteilt werden? Ja, das ist jetzt ein Beispiel für einen Investmentbereich, eben der Punkt Nummer 5, der Transportsektor. Und das ist jetzt diese großartige Skyway-Technologie, die ich damals auf diesem Foto gesehen habe, die mich da sofort abgeholt hat. Das ist hier der Dr. Junitzki, den Sie hier seht, mit zwei seiner Modelle. Und wir haben jetzt hier keine Technikschulung. Dem einen oder anderen, der sich da mehr interessiert, ja, können wir vielleicht noch mal ein anderes Webinar machen. Aber diese Technologie hat mich so begeistert, weil sie extrem, einen extrem geringen Luftwiderstand hat und dadurch halt so energieeffizient ist. Durch dieses Seilsystem, dass das vorgespannt und noch verdreht ist, können relativ lange Distanzen überwunden werden, ohne dass man diese Träger montieren muss. Und je weniger Träger, umso weniger Land verbraucht man. Und je weniger Land man verbraucht, umso weniger verdichtet man den Boden und greift da ein. Also wirklich ganz, ganz toll. Begonnen hat das Ganze 2014. 15 Entwicklungsstadien sind geplant und wir sind aktuell in Stufe 13 gerade. De facto hat der Dr. Junitzki diese Technologie bereits 1979 entwickelt. Und erst 2014 hat es wirklich so weit gebracht, dass eben über dieses Crowdinvesting genügend Geld zusammengekommen ist, um diese Technologie wirklich zur Marktreife zu bringen. Der Unternehmenswert lag 2018 bei 5 Milliarden US-Dollar. Das geistige Eigentum allerdings, das heißt die geschützten Patente, haben einen Wert von 400 Milliarden US-Dollar. Warum ist das so interessant? Weil wir bereits jetzt 300 unterzeichnete Vereinbarungen in 12 Ländern haben, die sagen, ja, wir sind interessiert an dieser Technologie. Zwick hat für dieses Projekt schon mehr als 100 Millionen US-Dollar gesammelt und großartig, die Technologie ist voll übertragbar. Das heißt, wir können in jedes Land, in jede geografische Lage, egal ob Meer oder Berg, das ist überall möglich. Ja, im Juli dieses Jahres war auch schon das erste Fest, das Ecofest im Ecotechnikpark in Weißrussland, konnte jeder hin und konnte mit diesen futuristisch wirkenden Gondeln auch schon wirklich fahren. Also der Technikpark ist fertiggestellt, der zweite wird momentan gerade gebaut und zwar in Sharjah. Das ist eines der Emirate in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Der nächste Sektor als Beispiel, der Banksektor. Das, was ihr hier seht, sind Kryptoautomaten, ja, also sogenannte Automaten, bei denen man Geld reinschmeißt und in Kryptowährung tauschen kann. Und ihr werdet vielleicht wissen, wenn man Geld wechselt in Kryptowährung, dann fallen da immer Exchange-Gebühren an. Und jedes Mal, wenn irgendjemand ein Bitcoin kauft und hier wechselt, macht es bei uns Kaching, Kaching, Kaching. Ja, also wir sind beteiligt an diesen Exchange-Gebühren. Das ist echtes passives Einkommen. Hier einige Beispiele für den Aktienmarkt. Da sind bestimmt so ein paar Firmen dabei, die euch bekannt sein sollten. In denen wir auch investiert und beteiligt sind. Hier ein Beispiel für den Sektor Unternehmertum, in den wir auch investieren. Das ist eine im asiatischen Raum
sehr, sehr bekannte, sehr erfolgreiche Sushi-Kette, Sushi Master, zurzeit 200 Restaurants weltweit. Allerdings ist der Plan, in 3 bis 5 Jahren 30.000 Restaurants zu eröffnen. Einen Umsatz haben sie von 15 Milliarden US-Dollar und einen Nettogewinn von 2,2 Milliarden. Und außerdem wird es hier auch ein Initial Product Offer geben, also wenn Sie an die Börse gehen und Aktien zur Verfügung stehen, sind wir hier auch beteiligt. Ja, ein Beispiel für den Wohltätigkeitssektor, Generals of the World for Peace, ist hier genannt, einfach um euch zu zeigen, dass wir auch im Wohltätigkeitssektor aktiv sind und wie breit dieses Portfolio tatsächlich aufgestellt ist. Hier habt ihr es nochmal in Zahlen. Na, der große Sektor hier ist eben Skyway-Technologie und der Rest teilt sich auf Immobilien, auf Land. Ja, wir haben Land gekauft, in der Filmindustrie sind wir investiert, Diamanten, Goldproduktion, Aktienanteile, Basalt, Kryptowährungen, also ganz, ganz breit aufgestellt. Wie schauen jetzt die einzelnen Phasen von einem Crew-Projekt aus? Wir sind zurzeit in Phase 1. Das ist die sogenannte Pre-STO, also noch vor dem Launch des Security Tokens, das Vorprogramm. Das ist wieder aufgeteilt in 8 Etappen, die zwischen 6 und 12 Monate dauern werden. Und im Zuge der ersten Phase werden 30 Milliarden Crews ausgegeben. Dann folgt Phase 2. Wo der Security Token gelauncht wird. Also ab dem Zeitpunkt ist er dann auch handelbar. Das ist die offizielle Einführung für einen Zeitraum von 8 bis 17 Monaten geplant, wo weitere 20 Milliarden Crews generiert werden und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Und in Phase 3 beginnt dann die weltweite Vermarktung. Und hier ist geplant, das Portfolio auf einen Wert von 100 Billionen Dollar aufzubauen. Ja, also nicht Millionen, nicht Milliarden, Billionen. Wer sich das nicht vorstellen kann, schreibt es euch auf. Da dürft ihr hinter die 100 nochmal 12 Nullen malen. Ja, das ist schon eine Nummer. Das Ganze ist geplant in einem Zeitraum in den nächsten 4 bis 8 Jahren. So, und jetzt habe ich vorher gesagt, der Token ist an den Wert des Portfolios gebunden. Wir haben für alle, die, sagen wir mal, grundlegende mathematische Operationen durchführen können, insgesamt 80 Milliarden Crews, die generiert werden, nicht mehr. Und diesen 80 Milliarden Crews steht ein Portfolio im Wert von 100 Billionen Dollar gegenüber. Und jetzt braucht es nur 100 Billionen durch 80 Milliarden dividieren und dann wisst ihr, welchen Wert dieser Token irgendwann einmal haben wird. Nicht morgen, ja, aber in absehbarer Zukunft, wenn das alles so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben, natürlich. So, und für alle, die jetzt ein bisschen langsam sind mit dem deutschen Rechner, es sind 1250 Dollar pro Token. Das ist nochmal eine Folie, die euch die Mittelverteilung erklärt. Das heißt, jetzt in der Phase 1 gehen 40% der gesamten Investitionen in den Bereich Vermögensaufbau, um das Portfolio zu füllen, um wieder zu investieren. 37% gehen ins Marketing und der Rest, ja, Geschäftskosten und müssen ja auch ein paar Leute bezahlt werden. In der Phase 2 wird es dann so aussehen, dass 65% in den Bereich neuer Investments gehen und das Marketingbudget einfach ein bisschen geschrumpft wird auf 15%. So, da könnte man uns dann näher unterhalten, wenn wir tatsächlich in der Phase 2 sind. Wie gesagt, wir sind in Phase 1 in der Etappe 8. Hier seht ihr nochmal einen Überblick, was das bedeutet. Und zwar in
Crews, also in STOs, die wir als Goodie zu unseren Schulungspaketen, die wir erwerben, geschenkt bekommen jetzt noch. Ja? Also als Beispiel, ich kaufe mir jetzt ein Schulungspaket für $1,000. Heißt das, ich bekomme jetzt zusätzlich zu all diesen Schulungen, die sicher viel mehr wert sind als diese $1,000, auch noch Security Tokens, und zwar 28.000, von denen nochmal als Geschenk einfach dazu, kostenlos. Ja? Und mit der Möglichkeit, dass einer dieser 28.000 Tokens irgendwann einmal über $1,000 wert sein wird. Das komplette Paket habe ich hier nochmal zusammengefasst. Also wir bleiben jetzt beim Beispiel mit den $1,000. Das wäre das BIP 5. Ja? $1,000 Kosten heißt 9 Kurse, 791 Minuten finanzielle Bildung, die mir beibringt, wie ich wirklich die Gesetze des Geldes lerne und für mich nutzen kann. Und zusätzlich nochmal 28.000 Crews, einfach mal so gratis dazu. Geschäftsmodell ist damit auch verbunden, habe ich eingangs erwähnt. Ganz kurz, unsere Mission, was wollen wir mit diesem Geschäftsmodell bewirken? Wir wollen das Konzept der neuen wirtschaftlichen Evolution einfach umsetzen und fördern. Und zwar funktioniert das Ganze mit einem einzigartigen Konzept, das sich Multi-Level Crowd Investing nennt. Es gibt wirklich kein zweites Mal, ich habe sowas noch nie erlebt. Also, Karriereleiter ganz kurz. Wenn man in dieses SWIG-Programm einsteigt, beginnt man als Partner und hat dann die Möglichkeit, über verschiedene Karrierestufen sich hochzuarbeiten. Wie erreicht man das? Indem man einfach andere Menschen begeistert, sie einlädt, sich dieses Projekt einmal anzuhören und ihnen die Möglichkeit gibt, für sich und ihre Kinder wirklich eine finanziell freie und sehr, sehr attraktive Zukunft zu schaffen. Das Ganze ist nämlich auch vererbbar. Ja, die verschiedenen Stufen erreicht man, indem man zwischen 2 und 4, je nach Stufe, Partner einlädt. Ja, also 2 bis 4 Menschen die Möglichkeit gibt, hier sich dieses Geschäftsmodell auch anzusehen. Ich denke, das ist überschaubar und vor allem ist das machbar. Ja. Welche Möglichkeiten der Einnahmen gibt es heute schon? Einmal gibt es Boni, die über das Netzwerk bezahlt werden. Dann gibt es auch ein Treueprogramm, das monatlich ausbezahlt wird. Wenn man gerne Teil der Führungsgruppe werden möchte, gibt es dann nochmal Möglichkeiten für Einkommensmöglichkeiten. Genauso, wenn man Sprecher wird und dann ja, auch in die Multilevel Crowd Invest Abteilung sich da irgendwie einbringen möchte. In Zukunft wird es diesen Security Token geben, der einen gewissen Wert hat, den man kaufen, verkaufen kann und dadurch natürlich Einkommen generiert. Wenn man ihn nicht verkauft, wirft dieser Token monatliche Dividende ab, die wieder Einkommen generieren. Und ja, die weltweite Vermarktung ist auch eine Möglichkeit, wie wir hier Einkommen generieren können, weil der Token natürlich in seinem Wert steigen sollte. Was ist jetzt der große Unterschied zwischen einem klassischen Multilevel-Marketing-System und dem Multilevel-Crowd-Investing? Beim klassischen Marketing-System gibt es einige wenige Menschen, denen das Unternehmen gehört, und alle anderen, so wie wir, ne, sind außenrum und rödeln und versuchen, Menschen zu begeistern, ins Geschäft zu bringen. Und meistens kann man oben gar nicht so schnell nachfühlen, wie unten die Menschen wieder wegfallen.
weil es sehr, sehr viele Hürden im klassischen Multilevel-Marketing gibt. Beim Multilevel-Crowd-Investing ist das jetzt ganz, ganz anders, denn das sind wir alle, die Menschen, denen das Unternehmen gehört. Das ist unser Unternehmen. Wir sind beteiligt an der Firma, an den Unternehmensanteilen. Das heißt, jede Sekunde, die wir hier wirklich investieren, investieren wir in unseren Wohlstand, in unsere finanzielle Freiheit. Die Vorteile des Marketingplans sind hier nochmal kurz zusammengefasst. Das Einkommen ist unlimitiert. Es gibt auch keine Beschränkung in den Ebenen oder in der Downline. Man verdient über die gesamte Struktur. Man erhält Units, also sprich Dollar, als Einkommen und gleichzeitig auch die Bonus-Crews. Es gibt auch kein monatliches Mindestvolumen oder einen monatlichen Umsatz, den man erreichen muss oder immer wieder monatliche Qualifikation, die man erreichen muss, um Einkommen zu erhalten. Wenn ich einmal eine Stufe erreicht habe, dann bleibt mir die. Es gibt kein Herabstufen, kein Verkleinern, kein gar nichts. Und das Angenehme ist, die Leute fallen auch nicht weg. Warum sollten sie das? Die kaufen einmal ihr Schulungspaket, haben damit ein Investment getätigt und das Geld arbeitet für sie. Das heißt, meine Struktur wird nicht kleiner, so wie es beim gängigen Multilevel-Marketing ist, wo ständig Leute aufhören und, wie gesagt, wie ich vorher schon gesagt habe, ich ständig oben nachfüllen muss, immer wieder neue Leute bringen muss, um das, was unten permanent rausfällt, zu kompensieren. Wir haben ja keine Matrix, wir haben keine binäre Struktur und natürlich sind wir auch unser eigener Chef. Wie wird das Geschäft, das Multilevel Crowd Investing, integriert? Einerseits gibt es diese Master-Profi-Kurse, das sind Offline-Kurse, an denen man teilnehmen kann. Dann gibt es aber natürlich auch Online-Schulungen, Trainings im Office, Personal-Coaching. Genius of Finance ist ein Spiel, das auch finanzielle Intelligenz schult. Und natürlich gibt es die Community und den Erfahrungsaustausch, wo man auch sehr, sehr viel profitieren kann. So. Seid ihr alle bereit für den nächsten Schritt? Dann ist die Frage, ja, was ist der nächste Schritt? Was muss ich jetzt tun? Also, wenn euch das gefallen hat, was ihr heute gehört habt, ja, wie geht es dann weiter? Erstens, registriert euch, ja, um hier wirklich Mitglied dieser geschlossenen Gruppe zu werden. Dann schaut euch mal euer Backoffice an, macht euch damit vertraut. Sucht euch euer BIP, steht für Bildungsinformationsprodukt, sucht euch das aus, findet alle Informationen, die ihr braucht und bleibt auf dem Laufenden, besucht nach Möglichkeit Veranstaltungen und Trainings des Unternehmens und macht eins, ladet einfach Leute zu unserem nächsten kostenlosen Webinar ein. So einfach ist es. Ich habe euch einfach eingangs gefragt, wer von euch hat noch Träume? Und damit möchte ich jetzt auch schon zum Schluss kommen und euch einladen, erlaubt euch zu träumen. Erlaubt euch wirklich mal groß zu träumen. Das ist nicht unrealistisch und ihr habt es verdient und ihr habt das Recht auf eure Träume. Haltet an euren Träumen fest und kämpft dafür. Und wenn euch irgendjemand erzählen sollte, das geht nicht, ja, das ist unmöglich, dann seid euch bitte immer dessen bewusst, dass er euch in diesem Moment nur seine Grenzen aufzeigt und nicht eure eigenen. Weil geht nicht, gibt's nicht. Alles, was ihr euch vorstellen könnt, alles, woran ihr denken könnt, das könnt ihr auch realisieren. Und damit bin ich am Ende. Sag vielen Dank, dass ihr durchgehalten habt. Ich schaue nach, ich bin ganz gut in der Zeit. Und ja, damit hätten wir jetzt noch die Möglichkeiten, Fragen und Antworten hier kurz. Hey, ich fand es auch ein bisschen komisch, aber ich meine, sie sagen ja zur Not auch, also nur irgendwie, wir sollen es halt nicht im Hof machen, machen wir es halt unten an. Ich meine, vor allen Dingen, was, wir machen keine Party. Hallo? Kein DJ. Da. Okay, gibt's Fragen? Ja. Ja. Eine Frage,
Ja, ich schaue jetzt in den Chat. Nee, mach das ruhig. Also, ich fand es auch ein bisschen komisch, aber ich würde jetzt halt, wir atmen ein und aus, ja, und also, okay, ich habe jetzt hier eine Dame, die ganz viel komisch findet, ich weiß nicht, wer das ist. Ist jedenfalls nicht stumm geschaltet. Okay, wenn keine Fragen sind, dann würde ich jetzt mal... Also bei mir haben zwei raufgeschrieben. Ja, ich habe eine Frage. Ja, hier ist eine Frage, bitte. Ja, ich habe eine Frage. Ja. Ja, ich meine, ach so, verstehe. Ich weiß nicht, wer das ist. Ah, Moment, ich war ganz verstehe. Jetzt verstehe ich es, okay. Ja? Keine Party. Sind das ein Typ? Ja, Jürgen, das bist du, gell? Ja, ich bin es. Ja, ich schalte mal den Rest wieder. Ich habe 14.500 Shares, so ich das denke. Sag mal, Coins oder Shares. Ja. Weil die habe ich hier seit ein paar Wochen. Ja. Vor den 1. November, da habe ich noch einen Bonus bekommen von 10%. Kriege ich dann jeden Monat etwas ausgezahlt von die 14.500? Ja, kriegst du. Ja, und es wird ungefähr 1% oder 0,5% oder... Ja, das hängt eben sehr von erstens den liquiden Mitteln des Unternehmens ab in dem Moment und auch vom Wert des Portfolios. Ich gebe die Frage mal an die Alena weiter, was genaue Zahlen betrifft. Da ist die sicher fitter. Alena? Ja. Okay. Was ich sagen wollte, ja? Für Deutschland sehr wichtig, das scheitern viele Firmen an, ist es BaFin genehmigt? Es ist was genehmigt? BaFin. BaFin genehmigt. Also die Finanz. Ja. Finanzaufsicht. Okay. Elena, should I translate or did you get the questions? There was two questions. The first one was, we get monthly payments. How much is this? How much, which percentage of the whole portfolio do we get? And the second was, is this program or the company regulated or from the BaFin? I don't know how I can translate it. It's the financial... It's the SEC. SEC, okay. Yeah. In America. Thank you. Second. German and BaFin. Mm-hmm. Yeah, security. Okay, cool. I'm going to answer the first question about percentage. As all of you know, Andrea Habrato sent out to all of us who are part of this program the questionnaire with a different percentage. And so at the moment, they are still collecting all the answers. Okay, you can translate. Okay, I translate, okay? Just in case there is anybody who is not able to understand English. Also, momentan hat André Covrato ja diesen Abstimmungszettel ausgeschickt, wo wir alle abstimmen können, welchen Prozentsatz wir gerne ausbezahlt haben möchten. Okay, go on, Elena. And there is obviously different percentage. So they've not yet known what amount profit bonus will be. Yeah. Some people, myself, I did not reinvest. I don't reinvest as well. I'm over 60, so I will be retired over 1.5 years. So I did reinvest. But then you don't know what is, I have 14,500 shares now. What will that be every month? Okay. Obviously, what all of us, we need to understand, this is the pre-stage. Yes. We need to see it, all of us who are listening, we need to see our mindset. This is only beginning. Yes. Might at the moment is little, but if you see when Sonia was sharing, next year after, and years to come, because this is so important, what also Sonia was saying, education. We need to understand how investment world works. And most of the people don't understand. Sorry.
Yeah, that's why I'm Saturday in Rotterdam. Yeah. Because I'm one of them. I'm over 60. This is new for me. Good. We will teach you. I'm not 25, so I'm sorry. Yeah. And the BaFin, the SEC, because Germans always ask me, is this BaFin genehmigt? Okay, let me explain to you. Is it all okay? Do you want to, sorry, just 1 second, because we have people who doesn't understand English. So, Sonia, do you want to translate my previous one? And then we can respect. Okay. I try to remember, yeah. Okay, also es ging darum, dass wir momentan ja noch in dieser Pre-STO-Phase sind. Das heißt, dass alles noch nicht so in Stein gemeißelt ist. Ja? Viele reinvestieren ihre Crew-Boni auch, die sie bekommen. Wenn man das nicht möchte, ist es natürlich interessant zu wissen, ja, wie viel kriege ich denn nun? Ja? Ich kann es nur aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, das waren jetzt irgendwie so 5% ungefähr, ja, von meinem Erstinvest, das dann ausbezahlt wurde. Ob das jetzt allerdings signifikant ist, ja, oder gleichbleibend, kann ich nicht sagen momentan. Aber wie gesagt, wir haben ja auch noch diese Abstimmung, wo wir auch nicht zwischen 0 und 100% wählen können, sondern da waren ein paar Prozentsätze vorgegeben, zwischen denen wir entscheiden konnten. Investieren. Entschuldigung, kannst du es nochmal wiederholen, Jürgen? Wenn man reinvest, dus, ja? Dass ich dann auf Englisch nennt sich das Compounden, das Zins auf Zinsung. Weißt genau. Du, die Verzinsung? Ja. Jeden Monat. Zins verzinsen. Mhm. Ob das automatisch geht, das könntest du vielleicht nochmal fragen. Nein, das geht nicht automatisch. Das musst du schon aktiv machen. Oh, okay, nee, dann. Ja. Und frag nochmal von der BaFin nach. Okay, und jetzt back to Elena and back to the second question concerning the question is all of you, either you are business or not in a business. We, as a Swiss company, we are not selling shares, we're not selling crypto units, we're not selling tokens. In this matter, we can operate in every single country. Let me give you an example, easier to example how we work. Okay, just let me translate, okay? Yeah. Also, yeah. Ganz klar zu machen, wir als SWIG, wir geben keine Finanzberatung. Ja? Wir verkaufen auch keine Aktien, wir verkaufen keine Tokens, wir verkaufen Schulungspakete. Und als solche ist es uns erlaubt, in so ziemlich allen Ländern weltweit zu arbeiten, weil wir keine Lizenzen oder Zulassungen als Finanzberater benötigen. Okay. The question is all of you again. How many passive incomes, how many investment you made it during in your life? Die Frage ist an euch alle, wie viele passive Einkommensströme, wie viel passives Einkommen habt ihr während eures ganzen Lebens schon kreiert? I'm not going to answer to all of you, but I would say most of the people don't have it. Only one income or one business. Sie möchte jetzt nicht für alle sprechen, aber die meisten von uns sind halt immer noch von einem einzigen Einkommen abhängig und haben eine Einkommensquelle. Now, if you really, really look into what Andre Harato, what education he's providing, I was going through, and lots of people, it's priceless. Und wenn ihr euch mal anschaut, was Andrej Hovrato zur Verfügung stellt, welches Wissen, was im Inhalt dieser Bildungspakete ist, dann ist das de facto Preis. Falls man auf Deutsch nicht weit. Also das hat keinen Preis. He has 20 years experience investment world and he used to have and he still have Academy of Private Investor. Ja, wir haben halt immer noch diese Akademie der Privatinvestoren, wo wir Schulungen vermitteln, also finanzielle Bildung vermitteln.
He used to charge for his education programs thousands of dollars. Und André Cofrato hat in der Vergangenheit für diese Ausbildungsprogramme wirklich mehrere tausend Dollar verlangt. Okay. Is all of you know, I don't know, Les Brown, Tony Robbins, Eric Robbins, you know. Kennt jeder von euch Les Brown, Tony Robbins und diese ganzen Gurus? Robert Kiyosaki. How much their course cost? Do you know the price? Habt ihr eine Ahnung, wie viel deren Kurse kosten? No idea. I have, because I was at JT Fox a few weeks ago, and he charges $70,000 for one course. Oh, little bit. Okay, and people go there. People gain the education, only education. Und Leute gehen dorthin und kriegen dort auch Bildung, aber sie kriegen nur Bildung. Imagine now, when you would go all these education, what they're providing, they give a piece of company to you. You're becoming a co-owner. How would you feel? Und wenn diese Leute dir jetzt nicht nur Bildung geben würden, sondern auch die Möglichkeit, ein Teil ihres Unternehmens zu werden, also ein Miteigentümer, wie würdest du dich dann fühlen? Ne? Wie würdest du dir dann gehen? It would be priceless, right? Das wäre nicht zu bezahlen, ne? Yeah. Mm-hmm. Now, in the same matter, we work today in our company. Und auf diese Weise arbeiten wir hier in unserem Unternehmen. Not only giving theory, but we give you gift, bonus. Ja, also wir geben dir jetzt nicht nur die Theorie, sondern du kriegst eben auch einen Bonus hier. So the question is you. Do you think bonus needs some, for you to receive the bonus, needs some license? Denkst du, dass um den Bonus zu bekommen, dass es irgendeine Art von Lizenz braucht? No. 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 Denke ich nicht. No. Nein. And if you was listening, Sonja, and I can give you more information if you're listening the webinars, the portfolio, what we have today, you would never, ever be able to make in a 2 or 3 or 5 years time because you don't have experience. I don't know you personally. You don't have, most of the people don't have experience and don't have the money. Also, ihr habt ja gesehen während des Webinars, was für ein Portfolio wir aufgebaut haben innerhalb weniger Jahre. Und vermutlich wäre keiner von euch in der Lage gewesen, so ein Portfolio in der kurzer Zeit aufzubauen, weil wir einerseits nicht das Wissen haben und natürlich auch nicht das Geld haben, um sowas zu machen. And if you want to invest in good projects, and myself, I'm looking as well to invest, you need high amount money. No one can buy any good investment for $53 or $1,000 or $2,000. Wenn man in wirklich gute Projekte investieren möchte, dann braucht man wirklich Geld. Ja? Keiner kann mit $53 in wirklich interessante Geschäftsprojekte investieren. Do you agree with me? Ja. Stimmt dir zu, ja? I agree. In this matter, if you really, really would study investment and understand where actually André Cofrato investing in what kind of product, you will be grateful what you have. Well, probably you are already. I invested €450, and if it is true what he said and André, it could be worth over a few years. Those 14,500 could be worth millions. Mm-hmm. Maybe not in 2 years. I would give you more. But yeah, it can be. Because all depends. What you need to also understand is how the investment going to grow, where he's going to invest, and also demand of the crypto unit. Remember, and that's why Sonja was also highlighting the business. Business is not like only for you earning money today, but we need 15% of the people who hold these crypto units, because we can raise the demand as well.
Do you have master notes? Let Sonia. Sorry, Sonia. I'm not able to translate anymore. It was too long. Okay. Too too big. Okay, also ich versuche es mal. Was war das jetzt? Die Antwort war, also die Aussage von Jürgen war einmal, dass mit einer kleinen Menge von Kryptoeinheiten, die er jetzt hält, die können in einigen Jahren wirklich Millionen wert sein. Vielleicht nicht in 3 bis 4 Jahren, aber in 5 bis 10 Jahren. Ja. Und was Alena gesagt hat, habe ich jetzt vergessen, sorry. Okay. Aber das Wichtige ist mal, dass wir entscheiden, dass wir mit ein Investierung mit zusammen das größte Ziel machen. Das hatte Elena gerade gesagt. Ah, danke. Okay. Roberto war das. Ja, bin ich. ja, Roberto hat schön zusammengefasst. Also, gemeinsame Investition heißt, wir erreichen unser gemeinsames Ziel einfach viel schneller. Ja. Okay? Okay. Du hast es, ich muss dir sagen, Sonja, du hast es hervorragend präsentiert. Dankeschön. Weil ja, ich bin Holländer, ich wohne in Deutschland. Roberto wohnt gerade ein paar Kilometer über die Grenze in Holland. Aber ja. Und ja, wir sprechen alle drei die Sprache. Aber mein Deutsch ist immer noch besser wie mein Englisch. In Holland gibt es noch überhaupt so gut wie nichts. Dus das, ich gehe Samstag nach Rotterdam. Wann gibt es in Deutschland Präsentationen? Okay, also wir haben geplant, im Dezember ein Live-Event zu machen. He is asking when there will be an event in Germany. And I told him, yeah, Alena ist bereit. Nächste Monat. Next month. I really, really want to go. I have 3 places where I want to go, but I know also need the people. So that's why through the webinars we can attract maybe more people who hear that we are live in Germany, in Austria and Switzerland. So we can start do. If you ask me to go, I will go because I really want your community understand what we do. Yes, because our upline, we don't call names. She didn't tell us the whole story. Mm-hmm. And now I've seen this webinar, I can understand more. Thank you, Sonia. So next coming Saturday, we'll know more in Rotterdam, and we will be glad to have you there. So, we're better together. Saturday. Better together. Yes. Und yes. Als Info für euch noch, wir werden diese Webinare auch regelmäßig anbieten. Also es ist geplant, dass die jetzt in wöchentlicher Basis stattfinden und ihr seid alle herzlich eingeladen, wirklich Interessenten hier einzuladen. Nimmst du das auf YouTube? Ja, es wird jetzt aufgezeichnet und es wird dann auch auf YouTube verfügbar sein. Ja. Danke. Danke. Gerne. Wann im Dezember, Sonja, wird das sein, eventuell? Ja. Wir haben doch keinen Termin. Also die Alena hat jetzt mal für Deutschland einen Terminvorschlag gemacht. Ja. Ich habe ihr gesagt, wir brauchen unbedingt in Österreich und in der Schweiz auch was, ja, weil die Österreicher und die Schweizer werden nicht nach Deutschland fahren. Die ist bereit. Wenn wir, keine Ahnung, ich glaube, ob 20 Leute kommt sie. Ja. Für 2 wird es vielleicht nicht anreisen. Okay. Translate to Alena. Okay, Alena. Okay. Well, I do it. I've had the question, when is an event in Germany or Austria? And Sonia explained me that it could be possible about 20 persons. Yes, so okay. This is... But nobody knows when and where. Okay, so I will tell you a little bit about your country. There wasn't any webinars, any events. So I am happy to start with 10 or 20 people, as long as the message is out. Look, Robert and Jürgen, yeah.
they didn't know the real story. So now they understood. Now they can invite more people. So we can start with a 10-20. You can say, Elena, Sonia, come to us. We will do it. Okay, thanks. Yeah, genau. Okay, und angedacht war eben im Dezember. Also das wäre Alenas Wunsch mal gewesen, dass sie im Dezember kommt. Ja. Wenn wir es schaffen, im Dezember genügend Interessenten zu aktivieren, und genügend meine ich eben 20 Leute, machen wir ein Event. Und ich habe auch schon eine Location im Hinterkopf, wo wir das machen könnten. In Wien. Ja, nicht direkt in Wien, das ist immer ein bisschen kompliziert. Also in der Peripherie eher. Ja. Okay. Maybe, you know, I can see, you remember how Apple company started, or Microsoft company started business with a couple people, so I could call you a couple people and we can expand in all these regions. Obviously, we need the help because I'm not speaking German language. So if you have any ideas and you see the bigger picture than actually investment, but changing the world, you're welcome to be part of it. Alena, you speak Russian and Polish, huh? No, I speak English, Russian and Latvian. Yes, because you get a lot of Russian speaking people from the Ukraine and living in Germany. Yes, I speak maybe 80%. I'm not fully as good. Yeah, but don't make it too difficult. No. Just German, English, that's enough for now. Yeah. Sonia, can you translate my previous text? It's about... we can get to, like, you know, we can get to the people together, so they are, who can help and expand more Germany and... Ja, ja, sie hat am Vergleich mit Apple gezogen, wie die angefangen haben, einfach nur ein paar Leute in einem Raum zusammengebracht und haltet euch vor Augen, was daraus geworden ist, ja, was für ein Weltkonzern. Und wir haben hier jetzt genau die gleiche Chance. SWIG ist im deutschsprachigen Raum noch nicht so bekannt und nicht verbreitet. Die sind sehr gut aufgestellt in China oder in Indien, auch in den USA. Aber Europa ist eine weiße Fläche auf der Landkarte, ja, speziell der deutschsprachige Raum. Und wir haben jetzt wirklich die Chance, hier Großes zu tun, ja, und wirklich Benefit zu bringen für die Menschen. Also echten Wohlstand und so vielen Menschen wirklich Glück, Wohlstand zu ermöglichen, ihre Träume zu leben, das Leben zu leben, das sie sich immer schon gewünscht haben, aber aus irgendwelchen Gründen halt bis jetzt noch nicht die Möglichkeit hatten. Ich habe noch mal eine Frage an dich, Sonja. Ja? In Deutschland sind die Finanzdienstleister perfekt organisiert. Über Industrie- und Handelskammer und man kennt sich. Ist das in Österreich auch so? Ja, ja. Was hältst du davon, um mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten? Weil die haben so einen Kundenkreis. Die bieten ja auch Kontenpläne an und viele Leute, die so wie ich über 60 sind, ja, die haben doch hier mit der Rente, da fehlen ein paar Hunderte. Zoals ik meine. Daarom zeg ik, ik ben met 65, dat is doppelte van drijfwagen van Jets hebben, dan ben ik een zeer gelukkige mens. Mm-hmm. Ik rede nog niet meer over miljoenen, maar waar ik woon is, wenn ik 2000 euro een maand netto heb, kan ik hier zeer goed leven, aan Niederrhein. Kan man durchaus machen. Maar waar ik woon, ja. Ich habe das auch schon mal angedacht. Ja, ich finde gerade solche Organisationen wie Arbeiterkammer zum Beispiel, ja, da kann man durchaus hingehen und kostenlose, das ist wichtig, ja, kostenlose Seminare anbieten. Ja, im Hinblick auf, ich mache ein Seminar zum Thema finanzielle Bildung. Dann ist das etwas, was sicher auch gefördert wird. Wenn du zu denen hinkommst und sagst, Moment, ich will dir mal das WIG-Projekt vorstellen und am Ende sollen sie alle Schulungspakete kaufen, glaube ich, machen es nicht. Na, weißt du, warum ich das auch sage? Du weißt, in Deutschland ist ein Finanzdienstleister, wird durch die, sag mal, Amtsgericht, wenn die ja ein Eid müssen die ablegen. Mhm. Bis,
Glaubwürdigkeit, wenn große Leute, wenn wir die erreichen können, die haben ja ihre Kunden, die haben ja ihre Versicherung und ihre Bankgeschäfte abgeschlossen bei diesen Leuten. Und wenn die sich präsentieren, die Glaubwürdigkeit ist dann viel größer, weil die wissen, wenn der krumme Sachen macht, dann wird er seine Lizenz verlieren als Finanzdienstleister. Hier in Deutschland werden die vereidigt bei einem Amtsgericht. Mhm. Und daarom is dat ook een Art beschützend beroep in Deutschland. Mhm. Und daarom vragen die Leute ook immer: ja, is het BaFin genehmigd? Dat is de eerste, was een Finanzdienst vragen wird. Daarom, dat hebben we jetzt geklärt. Maar dat wird es bestimmt in Österreich und in der Schweiz ook geben. Natuurlijk, gibt es ook. Meine persönliche Meinung ist, dass gerade Finanzdienstleister und Anlagenberater ein schwieriges Klientel sind, weil die natürlich ihren Fokus darauf haben, ihre eigenen Produkte zu verkaufen. Ja, weil nur so verdienen sie ihre Provisionen. Und halt ganz oft auch sehr, sehr eingefahren sind in ihrer Struktur. Ja. Ja. Wenn man da mal vorsprechen kann, Industrie- und Handelskammer, davon. Ja, klar. Want ik zeg immer mal so, wenn man nur 1% van al diese Leute erreicht, dat is schon mal ein Anfang. Mhm. Natürlich. Ja, 1% der Weltbevölkerung. Nee, ist ein guter Anfang. Ja. Ich arbeite lieber mit dem Reichsbüro. Aha, okay. Dann sich die alle Spaß machen. Auf der Reise. Stimmt, ja, die sind gut drauf, gell? Positiv gestimmt. Mhm. Ja, gibt es denn noch weitere Fragen? Ja, eine habe ich noch, was ich nicht ganz verstanden habe. Bin ich jetzt tatsächlich in meiner Investition Eigentümer an der Swigtech Skyway Technologie? Ja oder nein? Ja, bist du, weil es Teil des Portfolios ist. Ach, das, okay, verstehe. Ja, also, ja okay. Passt. Jetzt passt. Danke. Ja, okay. Sonst noch? Ja, nicht mehr. Und unsere Rente ist gesichert. Okay. Jo, eh. Das hoffen wir. Das hoffen wir, denn noch, das zeigt die Zukunft. Ja. Über 7 Jahre kriegt man eine holländische Rente und meine deutsche Rente. Ja. Aber die Rente ist dann gesichert, wenn wir sie uns sichern. So ist es. Ja. Ist heute nicht richtig. Nicht wichtig. Nicht wichtig genug. Ja. Dass wir der Zukunft auswählen. Mhm. Kein Problem. Jetzt müssen wir die Trust haben. Das Vertrauen, dass es wir schaffen. Mit allen. Genau. Ja. Gut, Ding. Dann will ich Samstag auch nach Rotterdam hin. Und macht dann ist natürlich alles auf Englisch. Das ist in Holland normal. In Rotterdam oder Amsterdam, das ist alles auf Englisch. Ist auch in Ordnung. Aber heute habe ich es mir besser verstanden. Weil mein Deutsch ist doch besser wie mein Englisch. Und dafür danke. Das freut mich. Und es tut es hervorragend. Weil du hast mir. Aber du bist auch Professorin in erneuerbare Technologien. Alle Achtung. Ja, danke, man gönnt dir sonst nichts. Okay, ich schalte jetzt mal alle auf laut, wenn das funktioniert. Probier's mal. Das heißt, jetzt versuchen wir mal Hintergrundgeräusche bitte zu vermeiden. Den Werner kann ich nicht laut schalten. Okay, der mag nicht. Passt. Damit alle jetzt die Möglichkeit haben, noch abschließend eine Frage zu stellen. Nee, das ist auch gut. Okay, gut. Bettina schalte ich jetzt wieder leise. Ich glaube, das ist die hier im Hintergrund immer irgendwas macht. Okay, alles klar. Gut. Ja.
Wenn keine Fragen mehr sind, dann würde ich sagen, schön, dass ihr alle dabei wart. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Freue mich, dass ihr alle bis zum Schluss durchgehalten habt. Und wir sehen uns spätestens nächsten Dienstag wieder. Ah, eine Frage? Aha, okay. Danke, Werner. Er hat in den Chat geschrieben. Und ja, ladet Leute ein, bringt Interessenten her und wir schauen, dass wir dieses Wissen und diese Schulungen an so viele Menschen wie möglich weitertragen können. Danke euch. Schönen Abend wünsche ich. Danke. Ja, schönen Abend. Ciao, ciao. Danke. Ciao. Danke.